US-Schauspielerin Denise Dawes ist tot. Besonders bekannt war sie für ihre Rolle in Beverly Hills, 90210. Zudem verkörperte sie etwa die Richterin Rebecca Damson in der Serie The Guardian, Retter mit Herz, 2001 bis 2004, und spielte in zahlreichen Kinofilmen mit. US-Schauspielerin Denise Dawes, 1958 bis 2022, ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht teilte ihre Schwester Tracy auf dem Instagram-Account der Schauspielerin und Regisseurin. Schweren Herzens teile ich allen mit, dass meine Schwester Denise Dawes von uns gegangen ist. Schrieb sie. Dawes sei die wunderbarste Schwester, eine vollendete, berühmte Schauspielerin, Mentorin und Regisseurin gewesen. Zudem war sie Tracy Dawes' allerbeste Freundin und letztes Familienmitglied. Wenige Tage zuvor hatte Tracy Dawes in einem Instagram-Post mitgeteilt, dass ihre Schwester im Koma im Krankenhaus liege, ausgelöst durch eine ansteckende Form der Meningitis. Ihre Ärzte wissen nicht, wann sie aus dem Koma erwachen wird, da es nicht medizinisch herbeigeführt wurde, erklärte sie weiter. Sie ist eine lebhafte Schauspielerin und Regisseurin, die noch viele Jahre vor sich haben sollte. Gedanken, Gebete und Unterstützung sind sehr willkommen. Interviewpräsidentin der Filmakademie Filmstar Alexandra Maria Lara, mir sitzt der Schreck noch in den Knochen. Beverly Hills, 90210. Kollege Ian Ziering erinnert an Denise Dawes. Nun ließ Tracy Dawes die Fans der Schauspielerin wissen, dass sie so da war für alle Anrufe, Textnachrichten, Direktnachrichten und stillen Gebete für meine Schwester sei. Ohne die Gebete hätten wir es nicht so glimpflich und schmerzlos geschafft. Denise Dawes ist besonders bekannt für ihre Rolle der Yvonne Tilly in der Kultserie Beverly Hills, 90210. Zwischen 1990 und 2000 war sie in 23 Episoden zu sehen. Zudem verkörperte sie die Richterin Rebecca Damson in der Serie The Guardian, Retter mit Herz, 2001 bis 2004, und Doktor. Rhonda Pine in Insecure, 2017 bis 2020. Auch für zahlreiche Kinofilme stand Dawes vor der Kamera, unter anderem in Ray, 2004, und Coach Carter, 2005. Filmreihe Shooting Stars im ZDF von sozialkritisch bis federleicht, diese Filmdebüts sollten Sie nicht verpassen. Viele Fans und Stars nahmen unter dem Instagram-Post Abschied von der Schauspielerin.
So kommentierte etwa Beverly Hills, 90.210 Kollege Ian Ziering, 58, in all den Jahren, in denen ich bei Beverly Hills, 90.210 mitgewirkt habe, werden mir meine Szenen mit Denise immer mit größtem Respekt für ihr Talent und mit Zuneigung für die liebevolle Seele, die sie war, in Erinnerung bleiben. So habe er abseits der Dreharbeiten herzhaft mit ihr gelacht.